und herzlich willkommen bei uns auf dem Hochzeitskanal. Heute möchte ich über Hochzeiten im Freien sprechen und gar nicht die freie Zeremonie, sondern wenn man eben draußen essen möchte. Und es sind so viele unglaublich schöne Fotos auf Instagram und Pinterest und überall vorhanden. Und ich gucke mir dann eigentlich nicht nur an, wie die Tische gedeckt sind oder wie das Ganze aufgestellt ist, sondern wo kommt das Licht her? Die Beleuchtung. Weil es nützt ja gar nichts, wenn das alles gut aussieht, wenn es hell ist. Irgendwann wird es überall mal dunkel. Und die Beleuchtung, das ist eine ganz, ganz wichtige Angelegenheit und meistens auch sehr teuer, weil man irgendwo im Freien ist, in the middle of nowhere, ohne Steckdose, ohne gar nichts. Und ja, das sieht auf den Fotos toll aus. Und es ist Ihnen aber auch schon aufgefallen, auf den meisten Fotos sind auch keine Menschen. Ja, es werden ganz viele Bilder gemacht für Ideen. Inspiration nennt man das, glaube ich. Genau, und weil ich so schlecht damit bin, sondern eher halt Real Weddings Spezialist bin, tue ich mich immer schwer, wenn solche Fotos gezeigt werden. Und dann kommen die Bräute zu uns und sagen, oh, das möchte ich unbedingt auch. Ja, natürlich können wir das machen, aber es sieht dann am Ende anders aus, weil wir Licht brauchen. Ihnen wünsche ich ganz viele erleuchtete Momente und Sie können uns hier abonnieren und irgendwo mache ich noch ein zweiteres E-Mail. Nicht ein E-Mail, ich mache ein zweites Video rein, dass Sie weiter gucken können, weil ich versuche ja, Ihnen bei Ihrer eigenen Planung stets behilflich zu sein.